Hallo, ich bin die Karin von Töpferbütchen und ich möchte euch heute mal zeigen, wie man vom Stock abdreht. Vom Stock abdrehen ist einfach für Sachen, für sehr kleine Sachen, Eierbecher oder kleine Vasen und solche Sachen, die kann man gut vom Stock abdrehen. Und das zeige ich euch jetzt. Das sind zum Beispiel kleine Vasen, finde ich total hübsch. In diesen Größen kann man noch kleiner machen, wenn man möchte. Hier habe ich auch so eine kleine Form, auch für alles Mögliche. Und ja, finde ich recht goldig und deswegen mache ich das total gerne und es macht auch unwahrscheinlich viel Spaß. Los geht's! So, ich habe mal ein bisschen einen größeren Klumpen Ton genommen. Ihr braucht nicht unbedingt so viel nehmen, je nachdem, wie viel ihr einfach machen wollt. Ich habe jetzt hier wie meistens bei solchen Sachen so, dass ich mit zwei Händen umfassen kann. Und das tue ich jetzt erstmal zentrieren. Bei so größeren Mengen braucht man schon ein bisschen Technik, damit es nicht zu schwer wird. Ich hatte es, glaube ich, in einem anderen Video schon mal gesagt. Wenn ihr Interesse habt, sagt Bescheid. Dann würde ich mal besonders für Anfänger mal zeigen, zentrieren, das Hochziehen, ja, wie man das gut machen kann, ein paar Tricks und Kniffe und wie es eben nicht so unheimlich viel Kraft kostet. Das Hochziehen mache ich dreimal, damit es innen gut zentriert wird, weil wir brauchen das nachher also wirklich sehr, sehr gut zentriert. Ich sehe leider danach immer aus, ja, sage ich jetzt lieber nicht wie. Aber ich habe heute extra mein Töpferbütchen sauber gemacht und geputzt, weil meistens ist bei mir hier ein zweites Pearl Harbor. Aber gut, mit Ton ist das eben so. So, das ist jetzt das dritte Mal. Und wenn das hier oben das kleine Loch gibt, was ja nicht so sein soll, dann geht ihr einfach von oben auf die Ränder drauf und drückt das einfach von außen vorsichtig nach unten. Und dann kommt das wieder hoch, der Ton, dass wir nachher keine Luftlöcher drin haben. Das ist ein ganz einfacher Weg eigentlich. Das geht sehr gut. Dann ist das Loch raus und dann kann man oben schön noch ein bisschen höher ziehen. Es gibt auch verschiedene Möglichkeiten, die eindrücken. Also ich mache das meistens mit der Handkante. Das hat für mich am besten funktioniert. Aber das macht einfach jeder anders. So, das machen wir dreimal. Jetzt ziehe ich es nochmal hoch und jetzt bleibt es oben, weil vom Stock heißt von dem Hochgezogenen. Und ich gucke einfach, was da rauskommt. Ich plane das manchmal gar nicht so richtig. Ich überlege mir nur, ach, so was Kleines mag ich gern, weil ich habe mir auch mal so einen Setzkasten getöpfert. Und dafür habe ich gern so ein paar Sachen. Und da gucke ich eigentlich immer, was sich so ein bisschen ergibt, mehr oder weniger. So, das ist eine schöne Größe. Jetzt mache ich sie oben ein bisschen glatt. Jetzt mache ich mit dem Daumen ein Loch rein. Ich mache das gar nicht so dünn unten, damit ich, ich sage mal, Angriffsfläche habe, um das dann hochzuziehen. So, jetzt ziehe ich das an meinem Finger hoch innen. Jetzt ist ja schon zur Hälfte verschwunden, immer schön nass halten. So, ich merke, hier ist mein Finger, da bin ich, setze ich auf und ein Stück weiter unten hole ich mir ein bisschen Material. Ich ziehe das immer meinen Finger entlang. Da bin ich hängen geblieben. Darum nehme ich immer am liebsten ein bisschen ein Schwämmchen. Wenn die Finger zu trocken werden, ist immer ein bisschen blöd. Aber das kriegen wir hier gut wieder glatt. Ja. So, mein Finger ist jetzt schon hier. Also das konnte ich schon gut hochziehen. Ich nehme einfach immer von hier unten so ein bisschen hoch. Vorsichtig, nicht zu viel nehmen, sonst reißt ihr das ab. Ne? Immer so ein bisschen. Und das muss man langsam und vorsichtig machen.
bin ich schon ganz schön weit hier oben. Also mein Finger steckt jetzt schon bis hierhin drin. Und viel mehr will ich jetzt auch gar nicht mehr machen, weil ich möchte ja kleine Teile mehr oder weniger herstellen. So, ziehe es ein kleines bisschen dünner, dass die Wände nicht zu dick sind. So, und jetzt kann ich mir überlegen, wie ich das machen will. Na, ich mag es gerne, wenn es ein bisschen bauchig ist. So, gehe ich einfach mit dem Finger rein, halte es unten ein bisschen fest und drücke mit dem Finger jetzt die Außenwand. Ein bisschen Wasser auch rein, dass da eben nicht so trocken wird. So. So, da könnt ihr sehen, muss man langsam machen, lieber 5-6 Mal. Als einmal und man ist mit dem Finger durch. Da muss man echt aufpassen, weil das hier oben doch ziemlich zart ist. Den Boden massiere ich ein bisschen mit dem Zeigefinger, weil unten, wir schneiden das ab, das wird ja gar nicht bearbeitet, dass das nicht reißt. So. Nein, noch ein bisschen mehr raus. Jetzt tue ich es mir hier oben noch ein bisschen. Kann ich mit den Fingern einfach hier hochziehen. So wie ich es einfach haben möchte. Wie gesagt, ich habe da gar kein Bild unbedingt immer vor Augen. Ich lasse mich da einfach kreativ überraschen, was klappt, wie es funktioniert. Und manchmal merke ich auch irgendwie, irgendwas geht eben nicht. Und dann hat sich das sowieso von alleine erledigt. Bei dem einen, was ich vorhin gezeigt habe, das war so toll gewesen, da habe ich so einen richtig langen Hals daraus gekriegt. Das würde jetzt heute nicht klappen, weil das, glaube ich, gar nicht dick genug mehr ist. Ein bisschen ziehe ich mir es noch hoch. Also ich finde, das sieht schon echt süß aus. Ich überlege, ob ich es so lasse oder ob ich nach oben ein bisschen rausgehe. Ich glaube. So, und da könnt ihr jetzt eure Fantasie freien Lauf lassen. Hier oben einfach noch ein bisschen rausgehen zum Beispiel. Das war ein bisschen Hals haben. Jetzt drücke ich hier ein bisschen zusammen unten drunter. Müsst ihr halt, wie gesagt, alles ganz vorsichtig machen, weil das ziemlich fragil ist. Süße kleine Vase. Jetzt schaue ich mit dem Finger, gehe ich jetzt rein, um zu gucken, wo ich bin, dass ich nachher nicht zu weit so. Hier merke ich jetzt, hier bin ich und da gebe ich mir ungefähr so viel dazu, ne, dass ich nicht zu viel abschneide. So, jetzt haben wir da drin ja jede Menge Wasser und da habe ich ein ganz tolles Gerät. Den Namen habe ich leider vergessen. steht jetzt auch nicht so richtig drauf, Xim Tools. Auf jeden Fall, das ist zum Ausfahren, Stethoskopstab, so irgendwie heißt das, ich weiß es jetzt gar nicht. Ich habe hier meinen Christopher, der filmt mich, der ist so nett. So, jetzt gucken wir mal, und jetzt gehe ich hier schön rein und dann kann ich das schön mit trocknen. Da seht ihr mal, wie viel Wasser da drin ist, kann man natürlich nicht drinnen lassen. Aber das ist recht robust, muss ich jetzt sagen. Ich hatte eben schon Angst, wenn ich da reingehe, dass das... Und dann bleibe ich auch noch mal einen Moment hier ein bisschen drunter, um zu schauen, dass das schön trocken wird und den Boden noch mal ein bisschen massieren. So. Ja, ich würde sagen, das sieht gut aus. Meinen Rand habe ich mir gemacht. Ein bisschen langsamer, schneide noch ein bisschen tiefer und dann nehme ich den Draht zum komplett abschneiden. So, und jetzt höre ich auf und das nicht runterkracht. So, ein Stückchen tue ich mal einschneiden mit der Nadel, aber den Rest mache ich dann so. Versucht ziemlich gerade abzuschneiden, weil manchmal kann man es nicht mehr abdrehen. Ich mache meistens, wenn es lederhart ist,
tue ich mit der Hand das meiste unten schön versäubern. Ne? Manchmal funktioniert es, aber manchmal eben nicht, weil das so kleine Teile sind. Und deswegen, ja, mache ich mir so gut wie es geht den Boden gerade. So, das war's. Da haben wir unsere kleine süße Vase fertig. Die lasse ich jetzt trocknen. Ich hätte sie jetzt noch mit der Karte ab ein bisschen trocken machen können, aber gut, ist jetzt nicht schlimm. Aber ja, das geht einfacher zu drehen am Stock, als wenn man so eine kleine Masse nimmt und die dann drehen will. Finde ich immer schwieriger. Und wie gesagt, man kann das noch kleiner machen, aber das macht ihr, wie ihr wollt. Ja. Wenn ihr Lust habt, noch zu sehen, was ich in meinem Töpferbütchen sonst noch alles mache, das könnt ihr gerne bei Instagram anschauen. Unter Töpferbütchen mit OE und UE. Okay, danke fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.